Häuser. Herzlich willkommen beim Angler TV. Wir sind in Norwegen, wie man uns schwer erkennen kann, in der wunderschönen Afjord-Kommune. Ich bin hier mit Sebastian Boch von Ferienhäuser Boch. Olli ist mit dabei, der steht gerade hinter der Kamera. Und wir wollen heute oder die nächsten Tage, was wollen wir machen? Heute geht es erstmal auf Großdorsch. Wir wollen ein bisschen weiter rausfahren, wollen die Futterfischschwärme suchen und wollen dann gezielt versuchen, ein größeres Exemplar zu fangen. Wetter ist nicht so gut, aber der Wind passt. Ich bin guter Dinge. Ja, starten wir gleich. Machen alles Tackle fertig und dann geht's raus. Welche Köder verwenden wir eigentlich, wenn wir gezielt die großen Dorsche fangen wollen? Also wir sprechen hier von Dorschen über der magischen Metermarke oder noch größer, Meter 10, Meter 15. Die Gewichte haben bis schon an die 15 Kilo. Da kommen wir natürlich nicht an mit kleinen Gummifischen oder kleinen Fetzenködern. Da darf schon ein ordentlicher Happen her. Wir sind gerade noch inshore. Olli angelt gerade vorne Köderfische. Hat mir gerade schon einen gefangen hier freundlicherweise. Und Köderfische ist immer ein super Köder, um große Dorsche zu fangen. Hier haben wir jetzt einen Seelachs, um die 30 cm groß. Darf sogar noch größer ausfallen für die großen Dorsche. Den angeködert mit dem Einzelhaken. Der ist hier gerade wieder rausgegangen. Den köder ich nochmal an. Mit dem Einzelhaken vorne im Maulbereich und hinten noch einen großen Drilling dran, angeködert an so einem System, so einem Baitball-System. Genau auf dieses System habe ich hier in der Afjord-Kommune mit Ferienhäuser Boch schon einen richtig großen Dorsch gefangen. Da gibt es auch ein Video dazu, das verlinke ich euch oben nochmal im Infokasten, wen das interessiert. Hier so einen ganzen Seelachs kann man einerseits an so einem System anbieten, an so einem Baitball-System. Es geht natürlich auch, dass man ein Schleppblei nimmt und hinterm Schleppblei eine dicke Monofile, 1 mm Monofile hat, mit einem großen Einzelhaken und Drilling und da dann diesen Seelachs eben ungefähr einen Meter hinterm Schleppblei anbietet. Neben ganzen Seelachsen gehen natürlich auch große Gummifische, um die großen Dorsche zu fangen. Und da sieht man hier ganz schön den Vergleich vom Köderfisch am System und zum Gummifisch. Das ist ungefähr die ähnliche Größe, ähnliche Farbe. Ist immer eine super Wahl mit schweren Bleiköpfen. Hier haben wir noch einen Angstdrilling dran. Wer wirklich die ganz großen Dorsche rauspicken will, der lässt den Angstdrilling weg. Und da hat man natürlich die Chance, auch noch weit über Meter eben zu selektieren, dass man eben sagt, dann fängt man eher die Meter 10 oder Meter 15 Dorsche, weil die kleinen, die schieben sich zwar hier rüber, da kriegt man Fehlbisse, aber die ganz großen, die haben keine Probleme, die schlucken den komplett weg. Neben diesem Gummifisch in Seelachsfarbe und Heringsform gibt es natürlich noch andere, wie zum Beispiel so einen Räuberjig. Pink habe ich ja schon mehrfach erwähnt, ist in Norwegen immer eine super Farbe. Nicht nur zum Heilbutt-Angeln, sondern auch zum Großdorsch-Angeln. Sieht man vielleicht auch schon, dieser hat schon einige Macken, der hat schon einige große Dorsche gesehen. Hier ist unten ein Drilling montiert, am schweren Bleikopf immer eine gute Wahl. Noch einmal ganz kurz zum Olli, der vorne gerade Köderfische fängt. Der will die nächsten Tage es probieren hier mit so einem Makrelen-Dekor. Ich glaube, das ist die Crazy Daisy. Will damit probieren, große Dorsche zu fangen, ist wahrscheinlich auch keine schlechte Wahl. Aber das werden wir dann später sehen, ob das damit funktioniert. Und dann, der Klassiker darf natürlich nicht fehlen. Der gute alte Pilker zum Großdorschangeln ist immer ein Versuch wert. Da aber nicht zu klein wählen, weil wenn man jetzt einen 80 Gramm Pilker nimmt, da fängt man dann wieder alles. Da fängt man auch einen 60er oder 70er Dorsch. Mit den großen Pilkern kann man wenigstens ein bisschen selektieren. Da Gewichte von 300, 400 Gramm, die ein bisschen Masse haben, wie so ein 12-Kroken hier mit 500 Gramm. Oder so eine Bergmann-Pilkerform mit 300 bis 400 Gramm ist auf jeden Fall keine schlechte Wahl. Und wie man diese Köder führt, das erzählt euch gleich Sebastian, wenn wir draußen sind, wie man die Gummifische führt, wie man die Pilger führt und wie man die ganzen Seelachse am System führt. Jetzt fangen wir noch ein paar Köderfische und dann geht's raus auf den Großdorsch. Das ist ein geiler Dorsch. Ja. Auf den großen Gummifisch. Ja, Petri. Boah, ist der schwer. Ja, erster Dorsch und dann gleich ein ganz guter. Großen Gummi. Schöner Dorsch. Auf dem großen Gummifisch. Ja, mit den großen Gummifischen kann man teilweise auch ein bisschen selektieren. Der kam jetzt hier auf dem, ich glaube, das ist einer von Westin. Crazy Daisy. Crazy Daisy könnte das sein, genau. Hing sehr gut, also passt rein. Wieder
guter Dorsch zu sein. Wieder auf einen großen Gummifisch. Ja, da kommt er. Kann schon ein bisschen was sehen. Ja, boah, der sieht gut aus. Ja. Schöner Dorsch. Nächster schöner Dorsch auf dem großen Gummifisch, etwas kleiner als der gerade, aber traumhafter Fisch, toll gefärbt. Ja, ganz entscheidend, um einen großen Dorsch zu fangen, ist natürlich auch die richtige Stelle. Kleinere Dorsche, Tangendorsche, die kann man auch im Fjord fangen, in einer kleinen Bucht, ufernah. Die halten sich überall auf. Gerade die größeren Exemplare, die kommen vielleicht auch im zeitigen Frühjahr mal etwas dichter unter Land. Aber in der Regel sollte man da schon weiter rausfahren aufs offene Meer, wenn die Bedingungen passen, und sich dort Plätze suchen. Gute Plätze für große Dorsche sind zum Beispiel Unterwasserberge. Wir haben jetzt hier zum Beispiel Unterwasserberge, die auf 30, 40 Meter hochkommen, auch teilweise länger gezogene Plateaus. Und dann empfiehlt es sich eigentlich immer in einer Tiefe von 70 bis 80 Metern anzufangen. Das ist eigentlich eine Tiefe, wo die Dorsche oft anzutreffen sind. Oft kommen sie aber auch auf die Berge hoch und man fängt sie direkt auf den Bergen. Das ist dann der Fall, wenn dort viel Köderfisch unterwegs ist und in den Fressphasen die Dorsche dann wirklich aktiv dort in den Schwärmen jagen. Und dann macht es natürlich richtig Spaß, wenn man dann auf 30, 40 Metern die großen Dorsche befischen kann. Nicht so viel Blei braucht, um runterzukommen. In Abhängigkeit von der Drift natürlich. Oft muss man dann auch schauen, ist die windzugewandte Seite die bessere Option oder manchmal stehen sie auch hinterm Berg versteckt. Da muss man dann ein bisschen experimentieren und suchen. Und dann sollte es eigentlich auch früher oder später, wenn man die richtigen Köder anbietet, sprich größere Köder auch, um ein bisschen selektiver zu fischen, mit dem Großdorsch klappen. Der beste Unterwasserberg nützt natürlich nichts, wenn auch kein Futterfisch dort ist. Oft sieht man es schon beim ersten Stopp, wenn man den Berg anfährt. Oben auf der Bergspitze stehen die kleinen Seelachse und das sind natürlich dann auch die Stellen, die großen Räuber anziehen. Dort lohnt sich immer ein Versuch und wenn man weit genug draußen ist und ein schönes Plateau gefunden hat, wird man in der Regel auch fast immer größere Fische dort antreffen. Den rauskriege. Ja, Petri. Petri, Dank. Schöner Dorsch. Auf dem großen Gummifisch. Den Crazy Daisy von Westin. Da habe ich den nächsten. Immer gewechselt auf den pinken Räuber, relativ kleinen Räuber. Schöne Aktion von der Rute. Ich habe hier eine Savage Gear Rute mit 150 Gramm Wurfgewicht. Einen relativ kleinen Räuberjig dran. Auf dem Plateau bei ungefähr 30 Meter Tiefe. Das scheint ein schöner Dorsch zu sein. Am Anfang ein, zwei Fluchten gemacht. Der kleinere Gummifisch, deswegen auch nicht der größte Dorsch. Aber pink ist immer eine super Farbe in Norwegen. Ja, pinker Räuber, ein Drilling dran, schöner Dorsch. Größer als der eben. Der nächste schöne Dorsch, diesmal nicht ganz so groß, der kam jetzt auf den Gummifisch, 10 Meter über Grund, insgesamt war es hier 50 Meter tief, viel Futterfisch, da stehen sie drunter, die Jungs. Ja, auch bei der Köderführung gibt es einiges zu beachten. Ich habe jetzt hier einen Gummifisch drauf. Einen Gummifisch kann man sehr facettenreich führen, das heißt, ich kann ihn zum Grund ablassen. Kann ihn einfach etwas ankurbeln, stehen lassen,
Ich kann ihn aber auch mal zwischendurch einfach pilken. Gerade die Dorsche mögen eigentlich eher eine etwas aggressivere Köderführung. Anders als jetzt zum Beispiel beim Heilbutt, der sich nicht so schnell bewegen und wenden kann und eher eine langsame Köderführung bevorzugt, fühlt sich der Dorsch schon eher angesprochen, wenn man ein bisschen mehr Bewegung in den Köder bringt. Anders sieht es natürlich aus, wenn ich mit einem ganzen Seelachs zum Beispiel am System angel. Da wird es jetzt keinen Sinn machen, wenn ich diese klassischen Pilkbewegungen mache. Den kann ich zwar auch hin und wieder mal ein bisschen anlupfen und ihm ein kleines bisschen Leben einhauchen, aber da hält man die Rute eigentlich eher etwas passiver. Beim Pilken natürlich ganz klassisch große Sprünge. Auch da kann man mal ein bisschen einkurbeln, die Wassersäule ein bisschen absuchen. Gerade die großen Exemplare stehen auch nicht hart am Grund, sondern kommen auch gerne mal 10 Meter über den Boden hoch. Und dann kann man auch mal solche Pilkbewegungen machen. Oder wie gesagt, beim Gummifisch einfach mal kurbeln, stehen lassen, wieder etwas ablassen und dann einfach die Fische aktiv suchen und halt über die Köderführung auch dann versuchen, zum Biss zu animieren. Beim Runterlassen. Der Köder ist gar nicht auf dem Grund angekommen. Ich hab schon gedacht, was ist da denn los? Das fühlt sich auf jeden Fall schwer an, aber das ist... Aber was für eine Tiefe fischen wir hier? 55 bis 60 Meter. Und wie gesagt, der Köder ist nicht am Boden angekommen. Habe ich Kontakt aufgenommen und dann ging sofort der Fisch dran. Ich vermute, es ist ein Dorsch. Ordentlich Drift, aber ist ja nicht verkehrt, um die Fische hier auch ein bisschen zu suchen. Aber es ist ordentlich Widerstand dahinter, oder? Ja. Da hinten kommt was hoch, glaube ich. Siehst du schon weiß? Die Möwen warten auch schon. Ganz gespannt. Da kommt er. Oh. Der sieht aber gut aus. Oder? Dorsch, ja. Schöner Dorsch. Schöner Dorsch auf großen Gummifisch. Wieder auf den Westin. Crazy Daisy. Die Farbe rockt. Ja, da kommt der nächste große Dorsch, diesmal auf den ganzen Seelachs wieder. Oh, das ist ein schöner, ja. Ja, das ist trocken. Der nächste Dickdorsch. Wir haben jetzt hier einen ganzen Seelachs am System angeboten. Hat super geklappt. Kam direkt nach dem Runterlassen. Ja, der wird auf jeden Fall den Meter knacken. Und jetzt merken wir uns die Stelle und probieren es gleich nochmal. Wir hatten heute einen schönen Angeltag, haben schöne große Dorsche gefangen. Jetzt gibt es zur Stärkung noch mal eine Pizza und ein leckeres Bierchen dazu aus dem Steinofen. Olli, lass es dir schmecken. Dankeschön. Sieht richtig gut aus. Einmal direkt aus der Brauerei von Stockheu. Stockheu. Olli, bedien dich. Dankeschön. Oh, sieht doch super aus. Direkt hauchdünn aus dem Steinofen. Ja, dann guten Appetit. Ja, dir auch. Olli und ich, wir möchten euch mal unser Gerät vorstellen zum Großdorschangeln. Wir reden ja hier nicht von Dorschen der 60 cm Klasse, sondern vom Meter und deutlich darüber. Da darf das Gerät auch schon einiges aushalten, gerade weil wir mit großen Gummifischen angeln, mit schweren Pilkern oder was ich hier dran habe, einem Schleppblei, wo nachher am System Seelachs rankommt. Da kann man schon Kombos verwenden. Ich habe hier eine Rute mit einer Testkurve von 20 bis 30 Lips. Die hat jetzt eine Länge von 1,97 m, das passt ganz gut. Das ist ein Modell eben mit mehreren Ringen dran.
Man kann natürlich aber auch, wer lieber eine Inliner fischt, da ist die Aktion teilweise ein bisschen besser. Wer das bevorzugt, kann man ein gleiches Modell nehmen, eben mit der gleichen Testkurve als Inliner-Route. Ja, zur Rolle, robustes Multirollenmodell habe ich hier. Eine Schnur, eine geflochtene, eine 24er, reicht vollkommen aus. Wer jetzt sagt, in Deutschland fischt er immer nur mit einer Stationärrolle und kommt nicht so richtig klar mit diesen Multirollenangeln, kann natürlich auch in Norwegen beim Großdorschangeln auch eine Stationärrolle nehmen. Aber da sollte er eben schon darauf achten, dass es ein großes Modell ist, ein robustes Modell, dass da nicht gleich die Achse verbiegt. Und damit bekommt man auch Dorsche der Mediaklasse und da drüber raus. Ja, Olli, was hast du hier für ein Gerät verwendet in Norwegen? Ich habe hier eine einteilige Rute, in diesem Fall 1,98 Meter lang. Hat ein Wurfgewicht tatsächlich bis 400 Gramm. Dazu verwende ich ganz gerne eine Multirolle mit Schiebebremse, weil ich finde das ganz praktisch. Dann kann man auch während des Drills halt mit einer Hand die Bremskraft regulieren. Dazu finde ich noch ganz wichtig beim Großdorschangeln oder generell beim Dorschangeln, dass man die Schnur nicht direkt an die, das Vorfach nicht direkt an die Hauptschnur knotet, sondern immer einen Wirbel davor macht, weil gerade große Dorsche drehen sich unheimlich im Drill. Und da ist die Gefahr natürlich, dass der Haken ausschlitzt, umso größer. Ja, ansonsten große Gummifische, Fastach, Einhänger, ist das eine tolle Kombi. Und man darf natürlich beim Großdorschangeln auch nicht vergessen, ich sag mal so ein Meterdorsch, der kämpft schon ganz gut, aber ist jetzt kein Megakämpfer. Man hat natürlich aber mit diesen Ködern, die wir hier fischen, eben großen Seelachsen, großen Gummifischen, immer Heilbutter als Beifang. Und dementsprechend muss man auch gewappnet sein, dass da auch mal 1,50 Meter, 1,80 Meter Heilbutt rangeht. Und das sollte die Route dann auch schon aushalten, genau, um den auch sicher zu landen. Volleinschlag über dem Unterwasserberg. 30 Meter Tiefe auf einen großen Gummifisch. Das fühlt sich gut an. Da kommt er. Kommt da was? Ja, was Großes, Weißes. Der sieht gut aus. Richtig. Ja, Olli, du hast einen richtigen Köder gefunden heute. Ja, ich glaube auch. Was für einer. Oh, richtig schön. Herrlich. Also der Fisch. 15 Kilo oder mehr. Also so einen Dorsch habe ich noch nicht gefangen. Das waren unsere Tipps zum Großdorschangeln, also Dorsche über der magischen Metermarke und weiter drüber. Ihr habt gesehen, mit dem richtigen Tackle, den Ködern wie Seelachsen, Gummifischen oder Pilkern und natürlich auch den Spots und dem Revier kommt man zum großen Dorsch. Wir waren hier mit Ferienhäuser Boch und Sebastian Boch in einem Traumrevier. In Mittelnorwegen, in der Afjord-Kommune. Es hat riesen Spaß gemacht. Wir haben die Fische gefunden. Wir waren weiter draußen. Wir hatten natürlich auch gute Wetterbedingungen. Das ist natürlich immer Grundvoraussetzung, um überhaupt rauszukommen. Wo wir draußen waren auf den Plateaus, da hat es wirklich gerappelt. Es war ein kurzweiliges Angeln. Wir haben den Meter ein paar Mal geknackt, haben schöne Fische ans Band gelockt. Es hat wirklich riesen Spaß gemacht. Wir haben den Zielfisch gefunden und gefangen. Und das war ja auch unser Plan. Und ich freue mich schon jetzt auf die nächste Tour. Auf jeden Fall. Olli, wie hat es dir gefallen? Super, also wie gesagt, ich war ja schon mal hier und hat sich wiederholt. Also super Wetter, super Fänge, super Revier. Gerne jederzeit wieder. Wenn ihr auch mal große Dorsche fangen wollt, ihr habt die gesehen, die Fische, die wir gefangen haben hier, es waren wirklich Traumfische, dann könnt ihr natürlich auch in diesem Revier mal fischen. Hinten seht ihr zum Beispiel auch die wunderschönen Häuser von Ferienhäuser Boch. Wir verlinken nochmal unten in der Videobeschreibung genau den Link eben zu den schönen Häusern hier mit den super Booten und dem tollen Revier. Da gerne mal reinschauen. Wir verabschieden uns. Vergesst nicht, wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen. Lasst gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Euer Jesko. Sebastian. Olli. Ciao. Ciao, ciao.